sagen würde, was am Fernsehen mir nicht passt. Ja, zum Beispiel dieses blöde Protestieren. Sollen die doch bitte sehr rüber in die DDR, statt bei uns in einem Fort zu demonstrieren. Die Tagesschau hat überhaupt mir oft den Appetit versaut, die zeigen, wie die Schwarzen irgendwo krepieren. Wenn man das in Farbe sieht, schlägt es einem aufs Gemüt, und dafür kassieren die auch noch Gebühren. Da lob ich mir den coolen Kampf oder die Schau von dem Karel und den Lemke, wo sie die Berufe raten. Aber sowas kommt fast nie, dafür diskutieren sie über irgendwelche Zulu-Kaffer-Staaten. Wenn man mich fragen würde, dann gibt's ein anderes Programm, ohne diese Affen mit den langen Haaren. Das sind alles Kommunisten, die bei uns verschwinden müssten, ja, mit denen würde ich richtig Schlitten fahren. Ja, schon im Nachmittagsprogramm stiften sie die Kinder an, kein Wunder, wenn aus denen Terroristen werden. Andauernd Negerbit und Rock, nur ab und zu der blaue Bock, klar, so wollen sie die Jugend schon verderben. Da lob ich mir den Zimmermann, wo man Ganoven jagen kann, aber leider lässt man die ja alle leben. Der Knast, der hat doch keinen Zweck, da hilft nur eins die Rübe weg, dann würde es diese Typen bald schon nicht mehr geben. Ja, wenn man mich mal fragen würde, gäbe es das Gequatsche nicht um den Umweltschutz und um die Reaktoren. Denn Fortschritt muss ja schließlich sein, und die dagegen sind und schreien, die haben sowieso bei uns hier nichts verloren. Die nimmt man alle viel zu wichtig, die sind alle nicht ganz richtig, wie der Schwule, den wir in der Firma haben. Neulich machten wir einen Scherz und da wurde der dann frech, natürlich haben wir ihm eins aufs Maul geschlagen. Da lobe ich mir meine Frau, mit der ich abends Fernseh schau, den nickt zu allem mit dem Kopf, wenn ich was sage. Und brauch ich ein frisches Bier, steht sie auf und holt es mir, wer der Herr im Haus ist, das ist keine Frage. Ja, wenn man mich mal fragen würde, was am Fernsehen mir nicht passt, wär ich mit dem Reden nicht so schnell zu Ende. Doch ich weiß, auf unser einer hört da oben leider keiner, obwohl ich sowas demokratisch fände. Da, schau an, bald sind wieder Wahlen. Da lag so ein Werbezettel im Briefkasten. Das Ohr am Herz des Bürgers steht da. Na, vielleicht legen die doch Wert auf meine Meinung. Wir werden ja sehen.